Fast läuft einem selber schon das Wasser im Munde zusammen, wenn man auf dieses eigentlich so langweilige Stillleben schaut. Man riecht beinahe die Orangenblüten, das Spritzige der Zitrone kommt einem entgegen, der süße Duft der trockenen Feigen. Man könnte schon fast die Mandel knacken hören oder auch die Zuckerstange zwischen den Zähnen. Und dann diese wunderbaren Brezeln an der Seite. Jan Davidson de Heem hat dieses kleine Stillleben gemalt. Und er war schon so eine Art Superstar in dieser Branche der Stillleben. Denn man kann sich das tatsächlich so vorstellen. Im goldenen Zeitalter der Niederlande, da lebten die High-Society-Leute in Saus und Braus. Die konnten sich alles leisten. Und natürlich wollte man das, was man sich leisten konnte, auch mit anderen teilen, aber eher visuell. Es sind quasi Angeberbilder. Man ließ die richtig in Massenproduktion anfertigen. Und obwohl diese malerische Perfektion diese Kleinigkeiten so auf den Punkt bringt, diese Oberflächen so präzise wiedergibt, ist sie eigentlich ein Eingeständnis des Scheiterns. Dieses Bild, das hat jetzt schon ziemlich lange gehalten, eine kleine Ewigkeit für sich. Aber der Moment des Genusses ist ein ganz kurzer. Wir kennen das. Wir machen permanent Fotos von unglaublich leckerem Essen, das wir uns gönnen, auf Instagram, auf Facebook. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Likes ich für ein gutes Essen bekomme. Dieser Moment, dass man eben nicht alles für immer bewahren kann, auch wenn man es sich einverleibt, wortwörtlich, genau das ist der Knackpunkt. Und gerade in der Zeit, als dieses Bild gemalt wurde, ging es um diese Bewusstmachung der Idee, dass alles auch mal ein Ende hat. Die Idee der Vanitas, die Vergänglichkeit. Denn es geht um den Moment des Genusses. Und der ist wirklich nur ein Augenblick. Schon Dr. Faust scheiterte daran und sagte: Verweile doch, du bist so schön.